Wie viel uns ein Tag in Berlin gekostet hat. Unser Apartment, das wir übrigens auch erst 24 Stunden vorher gebucht haben, sind 100 Euro pro Nacht und pro Person. Mein Anteil einer Rechnung von unserem Frühstück in einem typisch Berliner Café sind 12,80 Euro. Und da Berlin eine sehr nice Auswahl an Second-Hand-Läden hat, haben wir da einfach für fast 300 Euro zugeschlagen. Unsere kurze Kaffeepause, weil es geregnet hat, hat 5 Euro pro Person inklusive Trinkgeld gekostet. Und weil der Regen nicht aufgehört hat, sind wir dann für 3 Euro pro Person zum Apartment zurückgeubert. Dann gab es Snacks für zwischendurch für 4,50 Euro pro Person und abends waren wir noch in einem fancy Lokal essen und mein Anteil einer Rechnung waren einfach knapp 50 Euro.